Liebe Freunde, heute Nachmittag regnet es draußen in Strömen und das ist genau die richtige Zeit, um sich mal ein bisschen vor den Rechner zu setzen und im Internet zu surfen. Dabei stieß ich auf die Rede von Helmut Holter, die dieser unlängst vor den Anhängern seiner Partei, der Linkspartei, hielt, um sich denen als Spitzenkandidat für die Landtagswahl hier in Mecklenburg-Vorpommern am 4. September anzuempfehlen. Diese Rede war in meinen Augen in zweierlei Hinsicht sehr interessant. Denn die Linkspartei hat ihr diesjähriges Wahlkampfmotto um die Begriffe Heimat und Heimatliebe herum gestrickt. Das ist ungewöhnlich und man könnte, um in der Sprache der Linken zu bleiben, jetzt behaupten, der Genosse Holter fischt am rechten Rand. Und weil dieser Widerspruch auch dem Herrn Holter durchaus bewusst ist, begründet er diese Wahl dann auch vor seinen Genossen. Er tut das mit dem Satz, wir, die Linken, wollen solche Begriffe wie Heimat und Heimatliebe nicht einer Partei wie der AfD überlassen. Das ist natürlich die blanke Heuchelei. Lieber Genosse Holter, das ist ein völliger Unsinn und genau umgekehrt wird ein Schuh draus. Denn wir als AfD wollen es unter gar keinen Umständen Ihnen überlassen, mit solchen Begrifflichkeiten wie Heimat und Heimatliebe zu hantieren. Denn eine Partei wie die Ihre, deren Jugendorganisation mit Parolen durch die Öffentlichkeit läuft wie Deutschland, du mieses Stück Scheiße, oder deren Funktionäre unter solchen Sprüchen demonstrieren wie Deutschland verrecke und die alles und jeden als rechtsradikal, als Nazis, als Rassisten und Fremdenfeinde kriminalisieren, die sich für unsere Heimat, für unsere Nation, für unser Vaterland und für unsere deutsche Identität einsetzen, die sollte mit solchen Begriffen wie Heimat und Heimatliebe am besten nichts zu tun haben. Der Begriff Heimatliebe, der Begriff Heimat ist bei uns sehr viel besser aufgehoben, denn die AfD, sie wertschätzt das Erbe unserer Vorfahren. Wir respektieren das, was frühere Generationen geleistet haben für unser Volk, für uns jetzt hier, für den Wohlstand, von dem wir alle zehren. Wir als AfD verkürzen die deutsche Geschichte eben nicht auf lediglich 12 Jahre Nationalsozialismus, sondern wir heben auch all die großartigen Leistungen hervor, die in anderen Jahrhunderten von Deutschen hervorgebracht wurden. Also, lieber Herr Holter, lassen Sie die Finger von Heimat und Heimatliebe. Das ist sicherlich bei uns, bei der AfD, sehr viel besser aufgehoben. Ein zweiter Punkt in der Rede von dem Genossen Holter war, wie könnte es anders sein, dieses ewige Thema soziale Gerechtigkeit. Er sprach von Armut, von Hartz-IV-Empfängern und von der Absicht seiner Partei, hier natürlich in Zukunft maßgebliche Verbesserungen zu erreichen. Nur was der Herr Holter an dieser Stelle auch wieder außer Acht lässt, ist, dass die von seiner Partei geforderte und unterstützte und forcierte Masseneinwanderungspolitik genau die Grundlagen zerstört, auf denen unser Sozialsystem fußt. Millionen von Fremden, und das sind ja nicht nur die 1,1 Millionen sogenannten Flüchtlinge, die schon hier sind, sondern auch die, die noch kommen, plus der Familiennachzug, der von der Linkspartei ja mit Vehemenz eingefordert wird, werden unser Sozialsystem nicht nur auf eine harte Probe stellen, sondern mittelfristig komplett zerstören. Verteilungskämpfe werden die Folge sein und die Leidtragenden, das sind diejenigen, als deren Sachwalter und Anwalt sich der Genosse Holter in seiner Rede oder an anderer Stelle aufspielt. Also auch hier, wer wirklich soziale Gerechtigkeit anstrebt, wer wirklich unseren sozial Benachteiligten, unseren sozial schwachen Bürgern einen Dienst erweisen möchte, der muss sich ganz klar für eine
Begrenzung der Masseneinwanderung nach Deutschland aussprechen, der muss sich für eine Schließung unserer Grenzen aussprechen, der muss sich für eine Abschiebung all jener aussprechen, die nicht unter das Asylrecht fallen oder deren Aufenthalt hier in Deutschland mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu legitimieren ist. Und all das trifft nämlich nicht auf die Linkspartei zu, sondern auf uns, auf die Alternative für Deutschland. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und unterstützen Sie uns in den kommenden Wochen und Monaten, wenn wir Wahlkampf machen für unsere Heimat Mecklenburg-Vorpommern und damit auch für unsere deutsche Nation. Dankeschön.